Wer sich mit einer außerklinischen Geburt beschäftigt, ist damit konfrontiert, dass die Hebammen, die die ganze Zeit rufbereit sind für ihre Frauen, auch für diese Rufbereitschaftszeit einen kleinen Obolus haben möchten. Denn sind wir mal ehrlich, das ist die Arbeit von uns Hebammen und natürlich soll Arbeit entlohnt werden. Und der Zuschuss der Krankenkassen ist sehr unterschiedlich. Heute geht es darum, wie ihr den höchsten Zuschuss bekommt und zu welcher Kasse ihr eventuell wechseln solltet. Ich bin Hebamme im Geburtshaus Idstein und wir erheben wie alle anderen Geburtshäuser und wie alle Hausgeburtshebammen eine Rufbereitschaftspauschale, die nicht im Kassensatz der Krankenkassen inbegriffen ist. Das heißt, die Frauen haben kein Recht darauf, dass die Rufbereitschaftspauschale von den Kassen erstattet wird. Was meiner Meinung nach eine völlige Frechheit ist, denn eine Geburt im Geburtshaus ist um so vieles günstiger als eine Geburt im Krankenhaus. Die Frauen gehen alle ambulant nach Hause. Sie werden wirklich kostenschonend und vor allen Dingen auch in Rücksicht auf alle Ressourcen so gut versorgt, dass ich finde, dass solch eine Geburtshilfe besser entlohnt werden sollte. Aber gut, wir müssen es nehmen, wie es ist. Und die Frauen müssen derzeit die Rufbereitschaftspauschale aus eigener Kasse zahlen. Aber ihre Krankenversicherung zahlt ihnen zum großen Teil etwas wieder zurück, weil die natürlich auch merken, dass das zu Unzufriedenheit bei den Frauen führt und auch zu Ungerechtigkeit in der Versorgung. Ob man sich jetzt eine Klinik mit Maximalversorgung aussucht und dort 4 Tage bleibt, dann kostet die Geburt ein Vielfaches von dem, was eine Geburt kostet, wenn man zu Hause bleibt oder ins Geburtshaus geht. Unsere Rufbereitschaftspauschale beträgt 700 Euro für 5 Wochen Rufbereitschaft. Wie sich das Ganze aufschlüsselt, das könnt ihr in dieser Folge hier nochmal sehen. Es ist natürlich auch so, dass verschiedene Krankenkassen einen unterschiedlichen Beitrag nehmen. Und ich habe euch heute rausgesucht, was die Spitzenreiter sind. Und die allerbeste Krankenkasse für Hebammenrufbereitschaftspauschale ist die BKK Pfalz. Die BKK Pfalz zahlt nämlich die Rufbereitschaftsgebühr komplett. Unabhängig davon, wie hoch die Gebühr jetzt wirklich ist. Die Schwangere reicht ihre Rechnung ein und bekommt den vollen Betrag erstattet. Demgegenüber stehen Krankenkassen, die nur 50 Euro übernehmen oder gar nichts. Insofern macht es Sinn, mal zu gucken, ob ich vielleicht in meinem eigenen Interesse den Krankenkassen mal zeige, was mir wichtig ist und wechsle. Nach meinen Recherchen ist die Krankenkasse, die danach folgt, die BKK Exklusiv. Die übernimmt nämlich 600 Euro und auch die DAK zahlt 500 Euro der Rufbereitschaftsrechnung. Dann gibt es einige Kassen, die 400 Euro zahlen. Das sind nach meinen Recherchen die BKK VBU, die AOK teilweise, die WIAktiv zahlt 350 und dann kommen ganz viele BKKs, die 300 Euro zahlen, gefolgt von einigen, die 250 zahlen, von einigen, die 200 Euro zahlen und auch von einigen Kassen, die 100 Euro, 50 Euro oder gar nichts davon zahlen. Ich kann natürlich in der YouTube-Folge nicht immer alles aktuell halten, aber ich blende euch hier die Internetseite ein. Die ist nämlich von den Krankenkassen selbst gepflegt. Das heißt, die Daten, die dort hinterlegt sind, von denen könnt ihr ausgehen, dass sie auch wirklich stimmen. Und dann überlegt mal für euch, was ist euch wichtig für eure Familiengesundheit, wofür möchtet ihr Unterstützung haben? Das Einbettzimmer mit Chefarztbehandlung oder ist es eher die Hebammenleistung und die Basisfürsorge für ein gesundes Familienleben? Die Entscheidung kann euch natürlich niemand abgeben, aber ihr habt die Möglichkeit, dafür euch Prioritäten zu setzen. Falls das für euch nicht möglich ist, nicht in Frage kommt, und eine außerklinische Geburt für euch nicht in Frage kommt, weil ihr es euch nicht leisten könnt, bei uns zu gebären, dann sprecht uns bitte an, dann finden wir eine Lösung. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis bald!